So, Freunde, guten Morgen. Oh, ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben es jetzt 13 Uhr rund. Die Post war da, per Morning Express. Ich habe zwar ich habe das Klingeln gehört, aber oh, ich habe verpennt. Das ist einfach, ich war wieder zu lange wach, wieder am Livestream. Wie es eben so ist. Grüße gehen raus an meine Ehrennachbarn, die das Video wahrscheinlich nie sehen werden, da die nicht wissen, dass ich YouTube mache. Die ständig die Pakete annehmen. Das ist einfach nur schön. Heute was richtig Fettes, Freunde. Übelst gegönnt. Freut euch auf jeden Fall auf mega krasse Quali in Zukunft. Drinnen wie draußen. So. Jawohl. Da ist das Prachtstück, Alter. Es ist einfach nur schön. Gleich das Ding ist auch noch dazu gekauft. Das ist nochmal extra. Das ist die Sony Action Cam FDR Bindestrich oder Minus X3000R. Plus das Gehäuse dazu. Also das Travel Kit ist das mit Bildschirm. Bei dem Bildschirm muss man eigentlich auch extra kaufen. Und speziellen Selfie-Stick speziell für die Kamera. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich sage gleich mal vorweg, direkter Video-Content, sage ich mal, mit dieser Kamera und machen wir im nächsten Video, also Testvideos. Und den Rest seht ihr auf den Main-Channels. Hier ist auf jeden Fall dieser Griff. Guck mal, sind wir hier im Bild? Ja, kann man das auch ausziehen? Das muss ja irgendwie... Achso, der hat sogar Standfuß, Digga. Wie können wir das so einklinken? Ein- und ausklinken, wie auch immer. Das muss ja auch irgendwie rausfahren können, oder? Hier. Ach, hier. Guck mal. Ach nee, wir machen den Display. Ja, geht das auch höher, oder ist das... Das ist bloß so, oder? Ach, das ist bloß so. Ich dachte, man kann das mal ausfahren. Okay, aber hier kann man noch den Monitor so reinklemmen. Was war... Ist die Schraube rausgefallen? Lol. Okay, naja, die war nicht richtig festgedreht. Das hatte ich schon mal... Das hatte ich bei meinem Selfie-Stick auch. Das ist ja nicht weiter schlimm. Ja. Gut. Also kann man das schon mal variieren. Das heißt, ich kann mich auch von vorne filmen. Weil ich kann ja das Display dran machen, wie ich will, oder? Egal von welcher Seite. Ja, anscheinend doch nicht. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Dass man das nur von einer Seite dran machen kann. So wie es aussieht. Weil hier ist ja diese Vorrichtung. Hier. Und die ist hier nicht. Also können wir das bloß von einer Seite. Ich hoffe, man kann die Cam auch andersrum dran machen. Dass man praktisch sich selber filmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade versteht, wie ich das meine. Also, dass man sich selber filmen kann. Während ich auch auf das, mich selber dabei sehe. Auf dem Display. Alter, warum geht das so schwer, Bruder? Uiuiui. Ja, gut. Das ist typisch Shane hier wieder. So. Warum habe ich eigentlich so ein bisschen Rotz? Verstehe ich nicht. Ist doch warm draußen. So. Auf geht's, wir packen die Kamera aus. Das ist das Wichtigste hier. Schwupps, guckt euch das Teil an. Hier ist aber, was ist denn hier alles drin? So. Guckt euch das Teil an, Alter. Live View Remove Remote Kit. Entschuldigung, Remove. Ja, natürlich Entfernungskit. Bruder, immer dieses Aufgemache und schwierig aufgekacke. Wo sind wir denn hier? Hä? Ich hasse solche. Das, hier auch Folie und Pappe und da bist du wahnsinnig. So, Freunde. Dann. Ja, ein bisschen Gewalt muss sein. Muss ja irgendwie die Kamera hier rauskriegen. Boah. Digga, Alter. So ist die Kamera plus Bildschirm. Wie gesagt, das gucken wir uns alles im nächsten Video an. Also das Intakte sozusagen. Boah, Alter. Ich hasse solche Verpackungen. Hier 5 Kilo Bedienungsanleitung. In 6000 Sprachen circa. So, jetzt haben wir hier nochmal noch eine Displayhalterung. Oder was ist das? Okay. USB.
Verbindung. Das ist das Armband sozusagen. Da kann man, also man kann jetzt praktisch das Display, habe ich schon mal gelesen, was ist denn hier kein Platz? Man kann jetzt praktisch das Display sich um das Handgelenk, scheiße, hier passe ich nicht durch. So. So. Man kann jetzt praktisch hier das Armband hier so um sein Handgelenk machen. Oder um seinen Arm eben. Alter Bruder, was ist das? Ich bin einfach zu blöd heute, Entschuldigung, tut mir echt leid. Aber jedenfalls könnt ihr euch dann hier so... zack. Ja. Das ist... Alter. Freunde, ich bin von Natur aus nicht rotzeblöde, ja, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung, kriegt das nicht hin. Okay, oh, ich hab's hingekriegt. Also nicht hin, es geht noch. Also, jetzt kann man das hier einschalten. Ich weiß nicht, ob das. Oh ja, es geht schon. Jetzt kann man hier Uhrzeit eingeben. Ja. Uhrzeit aus, ja, Datum, ach, braucht kein Mensch sowas. Ja. So, jetzt sucht er das Teil. Okay, das können wir auch nochmal probieren. Entschuldigt, dass ich ein bisschen Rotz habe. Was ist hier noch drin? Hier ist nochmal so eine Displayhalterung. Sieht aus wie eine Ladestation. Muss man mal gucken. Nochmal irgendwas für eine Halterung. Das ist für die Cam irgendwie, aber frag mich nicht, wo man das alles drauf montiert. Weil das ist ja jetzt nicht... ihr müsst euch vorstellen, der Stick, also dieser Stick hier... Was war das denn jetzt schon wieder? Dieser Stick hier... ist ja extra für was anderes gedacht. Ist ja extra für was anderes gedacht. So, hier ist noch der Akku bestimmt für die Cam. So, nehmen wir die Kamera mal raus. Richtig schön mit Schutzgehäuse. Das ist mega nice. Ist das auch Schutzgehäuse hier, ja? Ja. Geiler Shit, Alter. Das geht gar nicht klar. Jetzt ist bloß die Frage. Open. Jetzt ist bloß die Frage. Wie kriege ich den Akku hier rein oder ist, können wir die schon, ist die schon voll funktionstüchtig? Und das ist bloß ein Ersatzakku? Nee. Ja, wisst ihr, ich bin so ein Mensch, Alter, ich meide Gebrauchsanleitungen, weil Männer brauchen sowas nicht. Eigentlich. Was ist das hier alles, Alter? Ach, scheiße. Open. Ah, jetzt ist es offen. Gut. Und nun? Übrigens, by the way. Alter, ist die klein, Digga. Guckt euch das an. Das ist ja mega krank. Können wir das mal fürs Thumbnail? Oder nee, wir machen das, wenn die Kamera läuft. Das Thumbnail. Lol. Was zur Hölle? Nach oben jetzt. Ich weiß nicht, wie es gerade aufgeht. Ach, jetzt. Gut. So, jetzt den Akku hier rein. Ach Gott. Ich bin ein bisschen klapprig. Ich bin gerade erst aufgestanden, Alter. Es ist mega heftig hier. Ich hätte vielleicht noch ein Bier trinken sollen, bevor ich hier starten hätte können sollen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie rum denn nun? Jetzt geh doch rein. Gut. Gottes, also das kleine Zeugs ist gar nicht für mich. Was ich noch, Bruder, was ich noch hinzuzufügen habe, ist, dass da ein integrierter Stabilisator drin ist. Das bedeutet, diese Kamera gondelt sich, ich nenne das immer, gondelt sich aus. Also zum Beispiel beim Fahrradfahren oder beim Motorradfahren oder was weiß ich, bleibt das Bild trotzdem stabil und wackelt nicht. Das ist mega nice. Das ist hier integriert, hier innen drin in der Kamera.
voll geil. Müsst ihr euch mal angucken, wenn es da so einen Videoclip gibt, wo das so ein bisschen innen durchleuchtet wird. Das ist, glaube ich, bei Amazon. Vielleicht kann man das auch mal. Vielleicht suche ich euch das auch mal raus oder so. Muss mal gucken. Alter, und jetzt kriegt das mal wieder drauf. Was ist denn das? Das Schlimme ist, ich muss auch gleich los. Wisst ihr, ich habe jetzt extra bloß. Ich klatsche dieses Review hier einfach so hin. Also freut euch auf jeden Fall nächstes Mal. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausführlicher. Beziehungsweise nicht ausführlicher, sondern da gibt es nochmal richtig Material. Woher sehe ich jetzt, ob das Ding an ist oder nicht? Oh, jetzt. Nö. Ach, jetzt wieder Uhrdatum, Uhrzeit. Seht ihr das? Alter, das hört sich an, als ob das übelst halt. Zeitzone eingeben. Ja, wir sind hier 0, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, und nun Enter. Hallo. Oder kann ich, muss ich das mit der Uhr bestätigen? Nee. Freunde, was ist das? Ach so, Record ist Enter. Okay, off, off, ja. Ja, ja, bla, bla, bla. No Card. Ach so, Speicherkarte. Ja gut, die habe ich noch. Wenn das eine SSD ist, ich weiß gar nicht. Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. So, ja, connected sich. Ah, jetzt haben wir es. Ja, hier bin ich, Grüße. Das ist ja geil. Guckt euch das mal an. Okay. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Das nehmen wir als Thumbnail hier so. Geiler Shit auf jeden Fall. Das ist die Cam. Guck mal hier, hier stehen die ganzen Flaschen. Ja, guckt mal auf meinem Main-Channel vorbei und meine dreckige Wohnung wollte ich jetzt nicht unbedingt filmen. Das ist natürlich nice. Schade, dass es so klein ist, aber besser als nichts. So, welche Action-Cam hat das schon mit dabei? Ist das geil, Bruder? Ist das nice. Einfach nur, ich bin einfach nur hin und weg. Das ist einfach nur schön. Damit werden auf jeden Fall Reviews und so weiter gemacht. Ich mache jetzt mal das Display vom Handgelenk. Wie kriege ich das jetzt hier raus? Das ist, Freunde, wir lassen das jetzt drin. Ich habe jetzt keinen Bock, was kaputt zu machen. So, und ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt hier die Cam dann hier draufschrauben, auch auf diesen Stick. Und ja gut, man kann die Kamera, okay, man kann sie wirklich so hinjustieren, wie man Bock hat, also entweder zu sich selbst oder von sich weg. Und dann kann man ja, wenn man von sich weg, wenn man das Teil von sich weghält, kann man ja so aufs Display gucken. Oder man kann eben das Display auch hier dran montieren, an hinten an diese Cam, ja. Dafür ist irgendwie, glaube ich, diese andere Vorrichtung da. Frag mich jetzt nicht, wie das mich jetzt geht von meiner Hand hier. Verdammte Scheiße. Frag mich nicht, wie man das hier montieren kann. Irgendwie geht das auf jeden Fall. Da kann man, dann hängt das Display hier so. Hey, wie soll das funktionieren, Bruder? Auf jeden Fall habe ich das mal im Bild gesehen. Fernbedienung gibt es anscheinend auch dazu, okay. Ja, gut. Freunde, das ist die Sony Action Cam. Ich habe schon mal die Bezeichnung vergessen. FDR X3000R. Ein hammergeiles Ding in meinen Augen. 4K-Auflösung. Ihr wisst Bescheid. Es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. Damit werden in Zukunft Videos gemacht, Reviews, Vlogs. Ich freue mich übelst, Alter. Ich habe richtig, richtig Bock. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Shame Taste GTV Reviews. Sorry, dass es jetzt ein bisschen durcheinander war. Wie gesagt, ich bin gerade erst aufgestanden und muss auch gleich los. Wollte euch trotzdem nochmal diese Cam hier demonstrieren. Wir werden dazu noch ein zweites Video machen. Beziehungsweise ich werde dazu noch ein zweites Video machen. Ich muss erstmal mit klarkommen. Ja, es ist. Ich glaube, ich werde die heute auch noch nicht mit rausnehmen. Das ist mir, glaube ich, noch. So aus. Es ist mir, glaube ich, noch ein bisschen zu riskant oder zu heikel oder wie man es eben auch nennen möchte. Lasst mir ein Follow da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ein Abo.
wenn ihr die anderen Reviews auch feiert und so weiter. Und schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ich noch so reviewen kann oder soll. Also in Zukunft habe ich vor... Ach, hier ist die Halterung, Bruder. Hier ist die Halterung für die Außencam. Nochmal. Genau. Guckt euch das an. Dann kannst du das hier so draufstecken und du kannst hier den Monitor festmachen. Ja, genau. Ja, schreibt mir in die Videobeschreibung. Mensch, schreibt mir in die Kommentare-Section da, was ihr noch so sehen wollt. Ich werde demnächst viel amerikanisches Essen bestellen, viel Junkfood so. Durchsichtige Cola wollen wir testen und so weiter. Ich will nicht zu viel verraten, auf jeden Fall. Wir werden, beziehungsweise ich werde auf Essen zurückgreifen. Also ich denke mal, Essen wird zurzeit erstmal das Hauptthema. Und also Essen, was kein Mensch kennt, sage ich mal. Aus Amerika, aus Großbritannien, frag mich nicht. Vielleicht ein paar ekelhafte Sachen, vielleicht ein paar süß, viel Süßes, würde ich mal sagen. Habe ich zurzeit übelst Bock drauf, ich weiß nicht warum. Das ist, ich habe zurzeit übelst einen Süßigkeiten-Fressfleisch, den hatte ich Jahre nicht mehr und jetzt ist das wieder da. Und warum nicht das Reviewen für Sachen, die Deutschland nicht kennt. Und ja, ich packe jetzt mal die Teile noch hier so aus und fuchtel das nachher irgendwie mal zusammen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Shantys GTV Reviews. Wir sehen uns, bis denn dann. Haut rein.